Fakten am Ort des Geschehens, wo der NATO-Gipfel stattfindet, nämlich in Madrid. Und zwar stattlich vor dem Königspalast steht mein Kollege Marlon Amoyal. Schönen guten Tag nach Madrid. Und was ist vom zweiten und letzten Tag des NATO-Gipfels zu erwarten? Geben Sie uns einen kurzen Ausblick. Ja, dieser heutige Tag, nachdem man gestern ja schon viele Beschlüsse hier gefasst hat, Stichwort das neue Strategiekonzept, aber eben auch die Stärkung der Ostflanke der NATO und eine tatkräftige Unterstützung der Ukraine, steht heute auch nochmal die Herausforderung der NATO durch andere mögliche Krisen im Vordergrund. Und die Staats- und Regierungschefs, die kommen heute Morgen hier nochmal zusammen und sie werden beraten, wie man sich aufstellen muss in einem Transformationsprozess der NATO für die nächsten Jahre und die Bedrohungen, die sich beispielsweise durch Terrorismus ergeben, aber auch die Verunsicherungen und die Herausforderungen, die entstehen durch die weltweite Verschärfung der Ernährungssituation. Darauf hat Spanien hier auch noch mal gedrängt, dass das ein ganz wichtiges Thema hier auf diesem Gipfel wird. Und dann wird es heute am Nachmittag sicherlich auch die Abschlusspressekonferenzen geben. Da muss man immer noch ein bisschen zuwarten, weil das ja auch sich noch mal verzögern kann. Aber sowohl der Generalsekretär Jens Stoltenberg hier der NATO als auch die einzelnen Staaten werden dann hier heute noch mal sich der Öffentlichkeit widmen und vor allen Dingen dann eine Bilanz ziehen dieses NATO-Gipfels in Madrid. Wir sind ja hier gerade in Deutschland, wenn wir auf die NATO gucken, auch ein bisschen fokussiert auf diesen russischen Angriff auf die Ukraine. Wie kommt jetzt China da ins Spiel? Können Sie das ein bisschen einordnen? Ja, das war gestern eine unheimlich interessante Debatte. Man muss dazu sagen, dass dieses Strategiekonzept ja schon vorher ausgearbeitet worden ist über Wochen. Und die größte Bedrohung sieht die NATO in Zukunft durch Russland. Aber die Frage war, wie geht man um zum Beispiel mit der Situation Chinas und wie fühlt sich auch das NATO-Bündnis herausgefordert durch China? Man hat eine diplomatische Formulierung gefunden und hat in dieses Strategiekonzept reingeschrieben, dass China eine der größten Herausforderungen für das Bündnis ist und da vor allem für die Werte der NATO. Das ist nicht so scharf, wie das einige wollten, beispielsweise die USA oder auch Großbritannien. Aber das zeigt auch, dass die NATO hier den Herausforderungen der Zukunft begegnen will. Und so kann man auch lesen, dass es gestern nicht von ungefähr kam, dass man beispielsweise asiatische, pazifische Staaten hier mit eingeladen hat, um gemeinsam über die Situation zu reden. Ein Stück weit ist China als autoritäres Regime die Herausforderung für die NATO. Und gestern waren Länder wie Korea, Japan, aber auch Australien eingeladen, wenn Sie daran denken, wie beispielsweise China gerade im pazifischen Raum seine Militärpräsenz in den letzten Jahren ausgebaut hat, ist das etwas, was hier auch die Outreachers, also die Staaten, die zwar nicht NATO-Mitglied sind, aber auch sich durch China bedroht fühlen, hier angehört worden sind. Und auch das eine wichtige Aussage dieses Gipfels, sich diesen Themen auch in Zukunft viel stärker zu widmen. Denn China ist eine Herausforderung auch für das transatlantische Bündnis. Wegen der Werte und wegen der militärischen Präsenz, wie Sie sagen. Und China ist ja auch eine Atommacht. Und Länder wie Korea und Japan sehen das natürlich sehr genau, was China macht in diesen Tagen. Danke ja für diese Einschätzung. Sie waren auch auf dem Gipfel in Elmau, sind dann nach Madrid gereist. Wie unterscheidet sich eigentlich die Rhetorik oder die Sprachlichkeit des Elmau-Gipfels von dem in Madrid? Sind die identisch oder gibt es da Unterschiede, die Sie dingfest machen können? Ja, zunächst einmal war der G7-Gipfel natürlich ein Gipfel, der, will ich sagen, ein Stück weit intimer ablief. Die sieben Staats- und Regierungschefs waren gemeinsam mit Vertretern der EU, Ursula von der Leyen oder auch Charles Michel dort. Es gab zwar auch Panels, bei denen beispielsweise Staaten, die nicht Mitglied sind, des G7-Panels auch mit dabei waren und mitberaten haben. Aber es war vertrauter, es war abgeschiedener, es war viel mehr Zeit, auch sich deren Problematiken auch mal im Zweiergespräch zu widmen oder in trilateralen Gesprächen. Ich habe schon den Eindruck gehabt, dass sie der NATO-Gipfel natürlich einen viel größeren Umfang eingenommen hat. Das liegt auch daran, dass natürlich 30 Staaten Mitglied der NATO sind, teilweise ja auch mit ganz unterschiedlichen sicherheitspolitischen Herausforderungen. Denken Sie beispielsweise an die zentraleuropäischen Staaten, aber auch die Staaten des Südens. Das ist schon etwas, was etwas anders hier ablief. Vom Ton her muss man sagen, war natürlich der G7-Gipfel ein Gipfel, bei dem es Signal der Geschlossenheit und der Selbstvergewisserung der wichtigsten Industrienationen der Welt nach innen ankam. Und das war vielleicht ja auch die Herausforderung für Bundeskanzler Olaf Scholz, hier als Gastgeber dann auch den richtigen Ton, die richtigen Akzente auf die Fragen der Zukunft und auch die Herausforderungen der Zukunft, die richtigen Antworten zu geben. Hier beim NATO-Gipfel, das merkt man ganz klar im Vordergrund, das Thema neuen Weg beschreitet, dass das Thema der Abschreckung für die NATO durch den Krieg in der Ukraine, der am 24. Februar durch den Angriff Russlands begonnen hat, dass man dem begegnen muss. Und so ist die Nuancierung hier schon sehr scharf,
Aber waren Sie bei beiden Gipfeln? Man kann auf jeden Fall sagen, nach diesem Gipfelmarathon der letzten Tage, dass die NATO und aber auch die G7-Staaten das Zeichen senden wollen der inneren Geschlossenheit und der äußeren Stärke. Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen live aus Madrid vor dem Königspalast. Mein Kollege Marlon Amoyal.